Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr, 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 sehr verspäteten Yeti-Talk-Folge. Ich hatte ja schon am Sonntag noch berichtet. Sonntag? Sonntag hatte ich, glaube ich, noch berichtet, dass ich ja so ein bisschen OBS-Schluck auf hatte mit dem Ton und dass das so ein bisschen blöd gelaufen ist. Ja. Dann Montag, Dienstag, Mittwoch arbeiten und überhaupt keine Zeit. Donnerstag war aber Fastnacht, habe ich zwar nicht gefeiert, aber ich habe den Tag einfach mal ausgeschlafen und habe einfach mal gesagt, ich mache heute kein Video, ich habe da die Laune nicht so. Und heute habe ich Laune zu, besonders Zeit, alles. Und dachte ich gebe nochmal meinen Bericht so ein bisschen zur Artikel 13 Demo am 23. Februar 2019 in Köln, die vor 6 Tagen jetzt war. Letzte Woche Samstag, genau. Ich hatte in dem ursprünglichen Video circa eine halbe Stunde gesprochen. Das kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr hin, weil ich nicht mehr weiß, was ich gesagt habe. Ich gucke mir jetzt auch nicht mein Video an, weil das ist anstrengend. Was ist hängen geblieben von der Demo? Einerseits meine 2 Plakate, 2 von 4, die ich noch besitze, weil ich hatte 4 gebastelt und 2 habe ich verschenkt, weil sonst wollte keiner außer Gruppe oder hatten schon. Ja, ich war mit ein paar Leuten von YouTube, Ich war mit 2 Leuten von Twitter dabei, unterwegs und noch einem Kumpel, der auch auf Twitter ist, aber den ihr auch so schon, weil Gymnasialzeiten. Guter Kümmel. So, ich hatte 4 Plakate gebastelt. 2, die ich jetzt nicht mehr zeigen kann, da stand einmal drauf, wir sind keine Bots. Und einmal noch Hashtag Save Your Internet. Ja, so. Und dann habe ich noch 2 gebastelt. Einerseits, hier das, Filter nur für Kaffee. Das ist ein sehr, sehr schöner Spruch von Darcy, der aufkam und ich fand den so geil, weil ich bin ein Kaffee-Fan ohne Ende. Und er ist einfach genial. Das Witzige ist, dass eine, mit der ich dann unterwegs war, hatte auch auf einer Cornflakes-Schachtel, wurde von Sepp von Pete's Meat auch erwähnt im Livestream, hatte ein Schild, wo drauf stand Nein zum, und darunter war halt so ein Kaffeefilter. Und das war neben dem hier saugeil. Witzig war, dass ein Fotograf übrigens uns fotografiert hat, uns beide dann entsprechend mit diesen beiden nebeneinander. Beziehungsweise erstmal nur mich, weil er meinen Spruch so cool fand und ihn gesehen hatte. Ich gesagt, aber das passt doch hier mit ihr, passt das super geil zusammen, hat er von uns nochmal Fotos gemacht. Und außerdem habe ich noch das hier. Ich muss sagen, dass ich hier die 3 nicht so gelungen finde. Hier dieses obere Ding, das obere hier so, das ist nicht so das wahre. Ist irgendwie, naja, krüppelige 3. Wurde nichts. Aber egal. Wichtige Botschaft trotzdem. Interessant übrigens dabei, das Ding hier, diese Pappe, ist der Rücken. Der Rücken? Oder ist ein Teil des Adventskalenders von Friendly Fire 4. Resteverwertung pur. Richtig gut genutzt. Alles im Sinne. Friendly Fire Karton für die Demo gegen Artikel 13. So. Was kann ich sonst noch berichten? Ich muss sagen, dass es für mich die allererste Demo war. Und bisher bin ich sonst nicht groß politisch aktiv. Jetzt bin ich bei dem Thema extrem politisch aktiv. Ist halt so, weil es ist jetzt nicht, dass ich da politisch aktiv werde, weil es mich betrifft, weil ich jetzt hier so einen YouTube-Kanal habe oder sowas. Ich habe ja auch gemerkt, dass ich die letzten Tage jetzt gar nichts hochgeladen hatte. Das war einfach meiner Zeit und meiner Lust geschuldet. Ich mache es ja als Hobby. Und es geht eher für mich darum, was da getan werden soll. Und Artikel 13 mit einem Upload-Filter, was zwangsläufig kommen würde. Nein,
Nein, nein, nein, nein. Na, und da gehe ich dann auch mal auf die Straße. So. Nichtsdestotrotz, dass diese Demo keine Aufmerksamkeit irgendwie erregt hat, scheinbar in den Medien. Ich sag nur, Kölner Stadtanzeiger twittert über eine Demo am Grüngürtel in Köln mit 100 Leuten, aber hat dann so eine Mini-Meldung auf der Seite, beziehungsweise auf Twitter gar nichts bezüglich der Demo mit 3500 Leuten in Köln gegen Artikel 13. Geil, geil, die Medien. Ja. Dementsprechend muss ich sagen, für meine erste Demo, es war eine sehr, sehr friedliche Demo. Sonst denkt man ja immer hier so Demos, hier Krawall und sowas, aber oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde. Bisschen Krawall irgendwo. Es gibt immer, man sagt ja immer, es gibt ja immer irgendwo welche Idioten, aber. Null, nada, nix, niente. Es war sowas von friedlich. Es gab junge Menschen, viele junge Menschen, ein paar ältere Menschen waren auch dabei. Und ganz wichtig übrigens, falls jemand aus Berlin oder aus der Ecke kommt, morgen ist eine Demo gegen Artikel 13 in Berlin. Geht hin, informiert euch. Tschakka. So, sehr, sehr friedlich, sehr, sehr laut fand ich. Also. Und auch durchgängig, glaube ich. Wir sind nämlich am Neumarkt in Köln gestartet, haben da unsere Ründchen gedreht und dann halt über die Deutzer Brücke, dann erstmal rechts. Dann sollten wir zum. Jetzt habe ich schon wieder alles vergessen. Deutzer Werft oder irgendwie sowas. Sollten wir hin, um die Verkündung, Abschlussbekundung. Das habe ich auch schon im ersten Video nicht hingekriegt. Abschlussverkündung, dass sie da gehalten wird. Hat die Polizei versucht, halt Besitzer anzurufen, ging keiner rein, dann mussten wir wieder drehen, weil wir durften dann natürlich nicht und dann sind wir halt auf dem Ottoplatz, für die, die es nicht kennen, das ist eigentlich der Vorplatz vom Deutzer Bahnhof in Köln. So, der war ganz schön voll. Da haben es Leute mal gemerkt, zufälligerweise vielleicht. Ich meine, auf der Deutzer Brücke war auch sehr viel los. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar Bilder. Ja. Und sehr, sehr friedlich. Waren ja auch einige größere YouTuber da. Unter anderem Gronkh, Pan, also Pandoria, Herr Newstime, dann von der Medienanwalt Christian Solmecke, Vic, aka Iblali, Revenside, Revi, ich habe noch den Andy Dev gesehen, von der Indie Games, vom Indie Games Booth. Sepp von Pete's Meet natürlich noch und Leute, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Es waren einige dabei, war sehr, sehr viel los. Wie gesagt, 3500 Leute bei der ersten Demo eine Woche vorher waren es knapp 1500. Also Respekt. Und vor allem großes Lob an den Sebo, der Demo veranstaltet hat. Kann man es so sagen? Ihr wisst, was ich meine. Der Veranstalter der Demo und der hat das einfach innerhalb von 2 Tagen aufgebaut oder geplant. Alles hat super geklappt. Riesen, riesen Lob. Hat echt gut geklappt und ja. Sehr, sehr friedlich, sehr, sehr laut. Typische Schlachtgesänge waren. Ich war jetzt beim Känguru, ne? Also hier, so Känguru-Trilo. Känguru-Manifest und so. Ich arbeite gern für mein Konzert. Nein, das war falsche Sprüche. Was ist da Scheiße? Ja gut, Save Your Internet. Save Your Internet. Gab's, kommt nicht, phonetisch nicht so gut rüber, finde ich. Gott. Ach ja. Warte, ich habe das ja immer zu meinen Bildern gepostet. Wir sind viele, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Habe ich jetzt die Zukunft? Weil ihr uns die Freiheit klaut. Mein Gott. Also wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Stoppt die Zensur gab es noch. Und mein persönliches Highlight, ganz klar, war immer so im Schlagabtausch. Es gab immer ein Teil, hat geschrien, wir wollen keinen. Und der andere Teil dann Artikel 13. Und das war sowas von geil. Das kam so, boah, geil. Also,
Leicht angeschlagen, minimal angeschlagen mit der Stimme, aber es ging. Ja, war sehr, sehr schön, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Für einen guten Zweck. Ich hoffe so, dass Artikel 13 noch gestoppt wird. Ich bin da. Wir müssen weiter dranbleiben. Wir müssen weiter dranbleiben. Weil so wie das aktuell ist, das ist keine Lösung. Urheberrechte schützen, na klar, natürlich, aber nicht auf diese Art und Weise. Und ja. So. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder, die ich gemacht habe von der Demo. Immer so Eindrücke so aus erster Hand. So Bilder aus erster Hand. Nö. Und Jogger! Bilder! So, wir haben. Also wenn ich die hier aufmache. Aha, das geht einigermaßen, ne? Ich gucke gerade mal aus. Oh, manchmal hier ein bisschen breiter. So. So, hier einmal zu Beginn der Demo oder vor Beginn der Demo. Ich war in einer Ecke sozusagen, habe so ein bisschen aufgefangen. War schon viel los zu der Zeit. War, dachte ich, okay, es ist eine große Demo. Nice. Auch sehr, sehr geile Plakate. Oh Gott, jetzt, das seht ihr natürlich jetzt nicht so gut. Oh, jetzt sieht man mich gleich nicht mehr. Egal. Ist nicht schlimm. Das bin ja nur ich. Hallo? Wie breit ist denn das? Ja. Immer schön von der Seite. So, egal, jetzt seht ihr mich nicht. Ist ja nicht schlimm. Hier zwei. Oh Gott. Seht ihr meine Maus? Ja, hier zwei schöne Bilder. Axel Voss, der ja der große Treiber aus der CDU, ach ja, Hashtag oder eher gesagt, nie mehr CDU, wurde auch sehr oft und gerne geschrien. Und auch schön gibt es hier Recht auf Remix statt Uploadfilter oder niemand hat die Absicht, einen Uploadfilter zu errichten. Und meine Lieblingsplakate hier einmal Vollpfosten, weil Axel Voss und hier Pornhub German Man fucks the whole Internet. Ja. Zu Recht super Plakate. So. Ansonsten, jetzt sieht das sehr toll aus. Habe ich dann auch hier so ein Bild, einmal vom Neumarkt, vom Start. Hier ist ja, ah, jetzt ist meine Maus da. Hier ist ja, hier irgendwo ist ja das Ende und wir waren so. Im ersten Drittel, sage ich mal, irgendwo. Und ihr seht das schon, hier ist richtig viel los. Hier auch nochmal so ein kleines Bildchen. Ist auch nicht so spektakulär. Hier, nie mehr CDU. Irgendwas. Oh. Ansonsten. Hier übrigens die Legends. Hier sieht man noch ein bisschen was. Hier diese Mütze. Plus hier. Meine Weggefährten. Hier meine zwei Plakate. Also das seht ihr nicht, Winter. Warte. Hier unten. Genau. Übrigens, witzigerweise. Hier der mit diesem brutal glücklichen Gesichtsausdruck. Das ist übrigens Andy Dev, also Andreas Suika vom Indie Arena Buch. Genau. Habe ich gar nicht bemerkt, dass er da, sag ich mal, mitgelaufen ist. Habe ich erst im Nachhinein auf dem Foto gesehen, dachte ich, den kennst du doch, irgendwie vom Sehen. Und hier nochmal von der Abschlussverkündung. Hier wurde das dann verkündet. Wir standen so, weiß ich nicht, eher im vorderen, mittleren Teil. Ganz viele Leute, ganz viel los, sehr, sehr stark. Ja, hier ist die leere Cornflakes-Schachtel. Ich habe ja einige Sachen retweetet. Hier ist übrigens noch ein schönes Bild vom Maxim, der einen Song gemacht hat, auch wo wir ganz laut dann immer schreien sollten: Wir sind keine Bots. Hier mal ein Bild. Hier müsste der Anfang sein. Und hier das Ende der Demo auf der Deutzer Brücke. Schön mit dem Kölner Dom. Richtig, richtig geil, wie ich finde. Und ihr seht ja, es war ja nicht viel los mit Polizei. Es war ja auch super friedlich. Genau, ansonsten. Hier hat Sepp von Pietsmiet auch mal das
eingefangen per Video, wie viel da los ist, halt über diese knapp anderthalb Minuten. Und irgendwo müsste ich auch. Guck mal, hier bin ich. Das bin ich hier mit dem Schild. Der hier. Mindestens würde ich sagen. Jetzt auch mal mit Sound. Ne, will ich gerade nicht. Auf jeden Fall extrem viel laut, obwohl ich könnte machen. Richtig krass. Richtig nice. Das sind auf jeden Fall viele, ey. Mega. Da war sehr, sehr viel los. Genau, hier gibt es noch ein schönes Bild, auch von der Brücke aufgenommen. So, das ist übrigens nicht ganz vorne. Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwo zu sehen bin. Keine Ahnung, ist ja egal. Auch sehr, sehr viel los. Ist schön eingefangen, finde ich, was da echt los war auf der Demo. Und ansonsten für euch habe ich nochmal, das werde ich auch unten nochmal verlinken, gibt es hier ein schönes Video vom Quer vom BR bezüglich, ich mache es mal wieder weg, in dem Video ist sehr, sehr anschaulich und gut erklärt in ja, knapp 6,44. Was der Artikel 13 mit sich bringt und wo dann die Probleme liegen und warum das nicht gut, also ganz sachlich erklärt und mit den ganzen Folgen, worum es geht, etc. Kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr Freunde, Verwandte, Familie, wen auch immer aufklären wollt und das aber selber irgendwie nicht so gut erklären könnt, zeigt denen das Video. Das ist wirklich, wirklich gut. Ja. Na guck mal, ich habe nur 17 Minuten jetzt besser. Und ja, was kann ich sonst noch erzählen? Am 23. März sind nochmal Demos, Deutschland und europaweit. Ich werde wahrscheinlich in Hannover sein oder in Köln, je nachdem, eins von beiden. Und ja, jedenfalls informiert euch drüber. Geht auf eure Bekannten, Verwandten, Familie, wen auch immer zu oder auf Leuten auf der Straße. Erklärt es denen, was ist das Problem, warum. Weil es kommt einfach bei vielen Menschen nicht an, weil das einfach. Es findet eine gewisse Zensur durch die Medien statt, weil dieses Thema sowas von ausgeklammert wird und das macht mich schon wütend. Das macht mich wütend. In meinem ursprünglichen Video habe ich mich auch mal richtig aufgeregt. Jetzt, da ich jetzt diesen etwas Abstand zur Demo habe, bin ich nicht mehr in diesem extremen Rage-Modus. Aber es hat mich schon aufgeregt, wie einfach null berichtet wird. Es wird null berichtet eigentlich. Ganz, ganz wenig vereinzelt wird mal, naja, im Öffentlichen gar nicht, wird darüber berichtet. Das kotzt mich an. Und, gut. Wie gesagt, Video teilen oder was auch immer. Merkt euch die Namen, wer das zu verantworten hat. Wir können was ändern, auf Dauer gesehen, zumindest mit unseren Wahlen, bei den Wahlen, mit unseren Stimmen. Und wehe, es kommt jetzt einer, die eine Stimme, die tut doch nichts. Ja, aber wenn alle so denken, Kleinvieh macht auch Mist. So, und könnt ihr noch was sagen? Ich glaube, das soll es so zu den Eindrücken zur Demo gewesen sein. War sehr, sehr friedlich, sehr, sehr schön. Für den guten Zweck. Ich würde es immer wieder tun und wir hatten auch super Wetter. Nicht wie heute zu Karneval. Und ich habe nicht ohne Hintergedanken diese Mütze aufgezogen von den Ärzten. Weil. Passend will ich diesen Yeti-Talk, diesen sehr, sehr verspäteten Yeti-Talk beenden mit einer Songzeile oder Zeilen der Ärzte aus dem Song Deine Schuld und die sogar auf einem Abiturzeugnis und irgendwo mit einer 1,0 abgedruckt wurden. Sehr, sehr passend. Auch jetzt sehr passend, finde ich. Und zwar
Verdammt. Ach ja. Zack, Zitat vergessen. So schön aufgebaut, Spannung. Ja. Jedenfalls. Ansonsten auch gerne vorneweg mir auf Twitter folgen, da teile ich auch viele Informationen zu Artikel 13 etc. Demos. Pipapo, ich packe euch wieder einen Wust an links unten nochmal rein, auch vom letzten Mal die noch. Und ja. Zitat. Der Ärzte. Prost. Also Prost war jetzt nicht das Zitat. Haben sie bestimmt auch irgendwo mal gesagt, aber viel eher ist es, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und mit diesen Worten, mit diesem Satz, verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da oder Abo, was auch immer, Kommentar. Vor allem, geht auf die Straße gegen Artikel 13, wenn ihr könnt. Keiner muss, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Sehr, sehr wichtig. Von daher, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Raketenidee.